Sieben Tage lang um 5 Uhr aufstehen, Tag 6. So, Freunde der Nacht, wunderschönen guten Morgen. Der sechste Tag hat angefangen. Ich habe gar keinen Bock mehr auf die Scheiße gerade. Aber wir bleiben dran. Ich mache Frühstück, mein Shake, bisschen Proteinpulver, Früchte rein. Ja, und dann geht's ab. Heute Krafttraining am Start. Wir werden heute, ich habe Todesmuskelkater noch im Oberarm. Deswegen werden wir heute ein bisschen Core-Training machen. So, normalerweise mache ich den Shake immer. Hafermilch, gefrorene Früchte, Haferflocken, dann hier mein Proteinpulver rein. Das ist ein Gemisch aus verschiedenen pflanzlichen Proteinen, Erbsenprotein, Kürbiskernprotein und Reisprotein, glaube ich. Dann hier einmal das, getrocknetes Kokosnussmilchpulver, irgendwie so. Dann schmeckt es ein bisschen nach Kokosnuss, auch ganz geil eigentlich. Und Kreatin, ja, das ist normalerweise mein Shake. Ach so, und noch so Walnüsse oder so, ich auch noch rein meistens. Jetzt haben wir einige von euch gemeint, nee, trainier mal so ein bisschen mehr auf leeren Magen. Nicht so viele ja, Ballaststoffe morgens irgendwie. Das heißt, theoretisch gesehen soll ich die Haferflocken weglassen. Soll ich mal versuchen und gucken, ob mir das Training dann irgendwie besser von der Hand geht. Keine Ahnung, weil der Magen nicht so viel arbeitet. Aber ja, generell ist das quasi mein Shake am Morgen. Und den mache ich mal eigentlich jeden Tag. Ja. Also Fahrradfahren bei dem Wetter wäre auf jeden Fall interessant gewesen. So Leute, wir werden heute mal ein Kettlebell-Training machen, weil wir gemerkt haben, dass unsere Arme noch voll die fetten Muskelkater haben und so weiter. Deswegen ein bisschen unangenehm. Deswegen haben wir heute ein bisschen Core-Training gemacht mit den Kettlebells hier im Freihandelbereich. Ja, und wir lassen so Übungen wie Klimmzüge und Dips halt mal aus, damit die auch mal regenerieren können. So, jetzt gibt es noch ein kleines Voice-Over zum heutigen Workout. Wir haben uns kurz aufgewärmt und dann Deadhangs gemacht, also einfach an die Klimmzugstange drangehangen, weil wir so ein bisschen unsere ja, Griffstärke verbessern wollten an der Klimmzugstange. Ist eine ganz coole Übung eigentlich. Danach haben wir diese Übung hier gemacht, ich weiß gar nicht, haben wir gar keinen wirklichen Namen für. Ist einfach so, um die hinteren Schultermuskeln zu stärken beim Schulterblatt, damit man einfach so ein bisschen eine aufrechtere Haltung bekommt, sag ich mal. Dann habe ich Überzüge gemacht, auch eine Übung, die heutzutage kaum noch jemand macht. Hatte ich damals aus so einem Arnold-Buch mir abgeschaut. Soll anscheinend den Brustkorb vergrößern. Ob stimmt, weiß ich nicht genau, aber das ist eine ganz coole Übung eigentlich. Dann haben wir natürlich, wir machen immer GK-Training, also den kompletten Körper. Deswegen haben wir am Ende dann noch Beine gemacht und auch die ein oder andere Core-Übung, weil wir, wie gesagt, gerade so Oberkörper, Brust und Arme noch relativ viel Muskelkater hatten, haben wir heute mal ein paar andere Übungen gemacht. Genau, und danach sind wir dann ja, schön einkaufen gegangen und da zeige ich euch gleich nochmal, was wir genau eingekauft Wir haben. haben Tomaten, Mohrrüben, Salat, Brokkoli, Brot für geile Sandwiches, werde ich mir gleich machen. Viel Obst auch eingekauft. Tomatengroße Datteln, kann ich auch nur sehr empfehlen. Spargel. Und hier vor allem sehr wichtig für mich immer die gefrorenen Früchte. Die mache ich nämlich immer in meinen Smoothie rein. Ja. Auch ein bisschen Bullshit hier, Powerade, ja. Das gönne ich mir einfach manchmal so noch mit dem Fahrrad fahren. Aber überwiegend sehr gesunder Einkauf mit viel Gemüse und Obst. Wichtig und richtig, wenn ihr euch gesund ernähren wollt und gesund leben wollt und Power haben wollt. So, hier nochmal ein kleiner Einblick in unsere Pflanzen für unser Homeoffice. Ja, das ist hier eine Monstera, die haben wir schon länger. Die haben wir neu gekauft. Ich weiß gar nicht, wie die heißt, ehrlich gesagt. Haben wir ganz cool eigentlich. Sie hat so leicht rötliche Unterseiten. Die haben wir neu gekauft hier. Die haben wir von einer Freundin geschenkt bekommen. Die haben wir auch neu gekauft. Mal gucken. Da hatten wir eine große von, die uns aber eingegangen ist. Deswegen gucken wir, ob wir die nochmal aufzüchten können. Und die haben wir auch schon länger. Ja, ist nicht so viel, aber damit unser Büro einfach ein bisschen grüner wird. Genau. Alright, so Leute, wir essen jetzt noch Frühstück nach dem Training. Wir haben hier Karo-Kaffee am Start, haben uns hier ein richtig nice Sandwich gemacht. Sehr viel Gemüse am Start hier, Mohrrüben, Gurken, Tomaten und so weiter. Datteln auch sehr wichtig. Das werden wir uns quasi hier noch gönnen und dann fangen wir auch an zu arbeiten. In dem Sinne, bis morgen um 5.